Hey, cool, dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Der beeindruckende Bahrain International Circuit befindet sich nur 30 Kilometer von der Hauptstadt Manama entfernt, mitten in der Wüste. Willkommen beim Großen Preis von Bahrain, wo gleich das Training beginnt. Es gibt auf dieser Strecke also sehr viel zu tun. Worauf sollte man denn achten, wenn man fürs freie Training in das Auto steigt? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen.
Reifenabnutzung in der letzten Runde war auch okay. Thank you.
dieser Runde sehr gut. Die Reifen haben Nutzung mehr oder weniger wie erwartet. Thank you.
abgeschlossen. Fahr diese Runde in die Box, dann können wir die Daten analysieren. Na los! Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Ein Red Bull, Ricardo und Kimi Räikkönen. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert.
hintereinander meisterst. Abgeschlossen. Wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück. Dann sehen wir uns das mal an.
das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden.
Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 35,8. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Ein Red Bull, Räikkönen und Nico Rosberg. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Änderungen. Alles fertig.
Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen während des Fahrens vornehmen. Öffne die Anzeige mit der MFA-Taste und navigiere nach oben oder nach unten zur gewünschten Einstellung. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Ein Red Bull, Ricardo und Lewis Hamilton. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Die Fahrer und ihre Wagen stehen bereit und sie sind hoffentlich gespannt auf das Qualifying, das hier in Bahrain gleich losgehen wird. Ich habe mir die besten Szenen früherer Rennen angeschaut und was herausstach, war immer der Abschnitt hin zu Kurve 1. Sie ist nicht einfach zu fahren und logischerweise wollen natürlich alle zuerst da einbiegen. In der Formel 1 passiert immer vieles in der ersten Kurve. Sie ist schwierig zu fahren, wenn man von anderen Fahrzeugen umgeben ist. Aber hier wird das Rennen weder gewonnen noch verloren. Man muss klug vorgehen, unbeschadet durchkommen und darauf hoffen, dass nur die anderen Probleme bekommen. Okay, du solltest es mit links in die nächste Runde des Qualifyings schaffen. Versuch also früh eine gute Runde hinzulegen, damit wir die Reifen schonen können.
Beste Runde bei 1,35,1. Fertig, wir sind bereit.
bereit?
Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind ein Red Bull, Hamilton und Nico Rosberg. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Es liegt wieder etwas Besonderes in der Luft in Bahrain und ich spreche nicht vom Sand. Die klügsten Köpfe der Formel-1-Welt haben ihre besten Ideen für den heutigen Abend in die Strecke von Sakhir gesteckt und deshalb können wir uns wieder auf einen spannenden großen Preis freuen. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. 15 Kurven bieten viele Überholmöglichkeiten und die zwei DRS-Zonen helfen dabei mit. Es könnte uns daher ein strategisches Rennen in Sakhir erwarten, denn hier leiden erfahrungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Bahrain hat uns in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass eine gute Strategie alleine nicht ausreicht. Du brauchst außerdem eine gute Rennleistung und natürlich Konstanz. Und etwas Glück, würde ich sagen. Das ist eine dieser Strecken, auf der die Safety-Car-Phase immer im richtigen Moment zu beginnen scheint, sodass sich das Feld zusammenschiebt und die Strategie über die Platzierung der Autos entscheidet. Die Bremsen werden enorm beansprucht. Du brauchst relativ viel Benzin und die beste Überholmöglichkeit bietet sich in Kurve 1, wo du deinen Gegner ausbremsen und dich auf ein Hickhack einlassen kannst. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen. Dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Red Bull startet also von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Vettel, Kimi Räikkönen und Ricciardo. Perez, Hülkenberg, Massa und Dani Quert. Grosjean, Bottas, Carlos Sainz Jr. und Alonso. Button, Magnussen, Esteban Gutierrez und Jolyon Palmer. Hayanto und Eriksson. Pascal Wehrlein und Felipe Nasser startet aus der hintersten Reihe. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke.
Wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Thank you.
dritte alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Thank you.
Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren.
desto nasser. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. Thank you.
Zwischenstand zum Teamkollegen 46,7 Sekunden. Safety Car Phase endet.
zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Thank you.
Sekunden.
Bremsen, Geschwindigkeit verringern und positives Delta beibehalten. Thank you.
Nelson Stop-Fenster ist jetzt offen. Sekunden.
bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Thank you.
Benzin noch aus. Thank you.
erfahren. Der Preis gehört dir. Red Bull hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, holen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Während das Adrenalin nach diesem ereignisreichen Grand Prix ein wenig nachlässt, kommen hier unsere Top 3 hinaus zur Siegerehrung. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Fernando Alonso. Egal wo oder für welches Team er fährt, wann ist er nicht großartig? Er sorgt immer für außergewöhnliche Leistungen. Das hat er heute gezeigt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Red Bull hat seine Führung in der Weltmeisterschaft ausgebaut. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft.